Der Buschmühlenweg nahe der Oderwiese war vor dem Zweiten Weltkrieg ein beliebter Spazierweg. Hier gab es frische Luft, Natur und fast 10 Gaststätten. Gestandene Biertrinker tranken das erste Bier im Bellevue am Beginn des Weges. Ein weiteres in der Tschetschenower Schweiz und ihr letztes in der Buschmühle in Eichwald. Heute existiert kein Restaurant mehr. Sie wurden zerstört, umgebaut, abgerissen oder verlassen. Alte Villen galten zu DDR-Zeiten als Relikte einer bürgerlichen Gesellschaft. Sie wurden nicht gepflegt und modernisiert. Der Buschmühlenweg änderte je nach politischer Lage seinen Namen. Im 16. Jahrhundert hieß er Unter den Bergen, dann Buschmühlenweg. Anfang der 1950er Jahre Stalinallee, nach der Entstalinisierung Oderallee und nach der Friedlichen Revolution wieder Buschmühlenweg. Eingeschlagene Scheiben, bröckelnde Fassade. Direkt gegenüber dem Stadion der Freundschaft steht eine alte Villa, erbaut vor 135 Jahren in der Blütezeit des Buschmühlenweges. Wohlhabende Bürger ließen Ende des 19. Jahrhunderts im Buschmühlenweg großzügige Villen erbauen. Ihnen zog es von der engen Frankfurter Innenstadt in die naturnahen Umgebung der südlichen Vorstadt. Das dreietagige Wohnhaus Buschmühlenweg 4 wurde 1885 errichtet. Es Vorder- und Hinterhaus mit Hof und Garten. In dem Gebäude wohnten einst Beamte, Offiziere, Kaufleute, Bedienstete. Die Fassade zieht mit ihren Stuckelementen und zwei großen Balkonen immer noch die Blicke der Spaziergänger, Fahrradfahrer und Stadionbesucher auf sich. Der obere Balkon steht auf 5 Rundsäulen. Von ihm konnte man bis zur Oder blicken. Sämtliche Fenster zur Straßenseite hin sind mit Stuck eingerahmt.
Das Frankfurter Fußballstadion wurde am 12. Juli 1953 nach fünfjähriger Bauzeit im Rahmen des 700-jährigen Stadtjubiläums eröffnet. Das erste Fußballspiel wurde zwischen Dynamo Frankfurt und Gardia Krakau vor 25.000 Zuschauern ausgetragen. Im Laufe der Jahre wurde das Stadion stetig ausgebaut. So wurde 1955 ein Nebenplatz und 1962 eine neue Laufhalle errichtet. Ein Jahr später wurde die Flutlichtanlage modernisiert. In den darauffolgenden Jahren wurde eine neue Westtribüne erbaut. Außerdem erfolgten Verbesserungen bei den Reporterkabinen, bei den Parkplätzen und beim Spielertunnel. Im Eingangsbereich wurde eine von Walter Kreisel geschaffene Büste von Werner Seelenbinder aufgestellt. Ab der Saison 1974-75 wurden wiederholt Europacup-Spiele im Stadion der Freundschaft ausgetragen. Der 1971 aus Berlin in der Stadt delegierte FC Vorwärts spielte in der ersten Hauptrunde des UEFA-Cups gegen Juventus Turin. 20.000 Zuschauer kamen zu dem Spiel, für das extra eine Zusatztribüne errichtet wurde. Bis zur Saison 1984-85 spielte der FC Vorwärts unregelmäßig im UEFA-Cup und trug seine Heimspiele im Stadion der Freundschaft aus. Während diese Europacup-Spiele größtenteils ausverkauft waren, kamen zu den Heimspielen in der DDR-Oberliga meistens nur wenige tausend Zuschauer. Nachdem der Verein 1988 in der zweiten Liga abschied, sanken die Zuschauerzahlen weiter. Nach der Wende wurde der Frankfurter FC Victoria 91 Ehrenverein neu bzw. ausgegründet und qualifizierte sich für die dritte Liga. Mit seiner frischen bordeaux-roten Fassade strahlt das neue Funktion- und Sozialgebäude in die Umgebung. Für rund 2,7 Millionen Euro, der größte Teil stammt aus einem EU-Fördertopf, ist ein Kleinod entstanden. Großzügige Sozialräume, Mannschaftsräume, Schiedsrichterkabinen können bald von Sportfunktionären, Sportlern und Sportlerinnen und auch Anwohnern und Anwohnerinnen genutzt werden. Von einer hellen Tribüne können bis zu 300 Gäste Sportveranstaltungen verfolgen. Das zweietagige Gebäude wurde behindertengerecht gebaut und besitzt sogar einen Fahrstuhl. Am 13. September 2014 soll es feierlich eingeweiht werden. Straßenbauer schließen zurzeit die letzte Lücke in der Zufahrtsstraße. Ob auch noch das gesamte Stadionareal saniert und modernisiert wird? Die Infrastruktur des Stadions verfiel in den 1990er Jahren zusehends. 2015 entspricht das Stadion nicht mehr den DFB-Sicherheitsbestimmungen und gilt als baufällig. Die Flutlichtanlagen wurden wie die Anzeigetafel wegen Einsturzgefahr demontiert. Außerdem wurde Sitzplatzkapazität von 10.000 auf 6.000 reduziert.